Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich heute auch mit dabei sein darf, um über dieses Thema etwas zu referieren auch. Ich glaube, wie der Name schon sagt, ist das natürlich ein Thema, das vom Umfang her jetzt sehr schwer in einen Vortrag passt, der jetzt eine Stunde dauert. Aber ich möchte trotzdem versuchen, so ein bisschen einen Überblick zu geben, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen andere Blickwinkel damit einzubringen in diese ganze Geschichte und das Ganze wirklich auch von mehreren Seiten zu betrachten. Ich glaube, mittlerweile ist es jedem bewusst in unserer digitalen Welt, in der Welt der Vernetzung, in der Welt des Internet of Things mittlerweile, in der Welt, wo nicht nur in dem Fall Geräte zu Hause stehen, mit dem Internet verbunden sind, sondern das Internet und digitale verbundene Geräte wirklich unsere ständigen Begleiter sind, dass da auch natürlich etwas passiert. Und zwar, dass da wirklich eine riesige Menge an Daten anfällt und dass diese Daten natürlich nicht nur irgendwo gespeichert werden, sondern natürlich dann auch ausgewertet werden und dann in weiterer Folge für alle möglichen Dinge auch zum Einsatz kommen. Vielleicht nur kurz dazu zu Beginn einfach nur ein paar Zahlen. Also der Mensch erzeugt im Durchschnitt 8 Terabyte an Daten pro Jahr. Ja, wenn man das jetzt umrechnet, gibt da vielleicht ein ganz nettes Bild dazu. Wenn man das jetzt umrechnen würde, in zum Beispiel einen Film, einen Film mit einer sehr guten, also in HD-Qualität, und diesen Film speichern würde, dann würde dieser Film insgesamt 2,5 Jahre dauern. Also nur ungefähr, damit man sich die Größenordnung da auch wirklich vorstellen kann. Ja, mehr als 4 Milliarden Menschen nützen das Internet, beziehungsweise ja, insgesamt mehr als 3,2 Milliarden Menschen nützen in dem Fall Social Media Plattformen. Und wenn man da bedenkt, dass diese Zahl sogar die Zahl übersteigt der Menschen, die Zugang zu Elektrizität haben, ja, da weiß man dann schon, dass das wirklich dass wir wirklich auf einem Level sind mittlerweile, das wirklich große Ausmaße annimmt. Ja, 2018, also im Jahr 2018, wurden insgesamt weltweit 33 Zettabyte an Daten generiert. Und nur damit man sich auch das ungefähr vorstellen kann, 1 Zettabyte an Daten sind insgesamt 1 Billion Gigabyte. Im Jahr 2016 war es dann soweit, im Jahr 2016, also nur in diesem einen einzigen Jahr, 2016, hat man insgesamt nur in diesem einen Jahr so viele Daten erzeugt, wie in dem Fall in allen anderen Jahren davor, seit es in dem Fall Datenspeicherung und Datenverarbeitung gibt. Also diese Kurve zeigt wirklich exponentiell nach oben und das wird auch so weitergehen. Laut Voraussagen werden im Jahr 2025 wird sich die Zahl jetzt also in diesen 7 Jahren erhöhen von 33 Zettabyte, die in dem Fall generiert worden sind, auf 163 bis 175 Zettabyte. Das heißt, diese Zahl wird sich in diesen 7 Jahren verfünffachen. Es ist ja auch immer ganz interessant, also ich warte immer, bis diese Statistik herauskommt, weil ich sie auch wirklich sehr spannend finde, um auch wirklich einmal ein bisschen genauere diese Dimensionen auch zu verstehen. Das ist so diese Statistik in dem Fall vom Jahr 2019. Klarerweise 2020 gibt es es auch nicht, weil das Jahr noch nicht vorbei ist. Was in dem Fall wirklich jede einzelne Minute im Internet passiert. Und es ist jetzt ganz egal, was man da jetzt betrachtet, ob das jetzt wirklich so diese Dinge sind, die tagtäglich im Büro passieren oder in den Büros passieren während der Arbeit. Also da diese 188 Millionen E-Mails, die versendet werden. Dann natürlich alles, was sich auf Social Media abspielt. Also ja, mehr als 55.000 Fotos werden pro Minute auf Instagram hochgeladen. 4,5 Millionen Videos werden auf YouTube angesehen. Ja, beziehungsweise 277.000 Stories pro Minute. Also wenn man diese Zahlen genauer betrachtet und dann das Ganze auch umrechnet, was das an Daten bedarf, beziehungsweise was da natürlich auch an Speicherkapazität vonnöten ist, hat man schon, glaube ich, ein sehr genaues Bild. Das, was noch auffällt und das, was ich auch sehr gut finde an dieser Statistik, ist, dass Digitalisierung beziehungsweise auch das Generieren von Daten mittlerweile wirklich in all unsere Lebensbereiche hineinkommt. Ja, also das spielt wirklich in alle Lebensbereiche hinein. Das ist jetzt nicht so dieses klassische Arbeit und Social Media, sondern da sind zum Beispiel auch Sachen dabei wie Grubhub. Also da
vergleichbar bei uns mit Lieferservice oder Miam, also diese Essen-Lieferservices, beziehungsweise was Taxis betrifft, beziehungsweise auch in dem Fall, was jetzt das Zwischenmenschliche betrifft. Ja? Also pro Minute swipen 1, also wir werden, gibt es 1,4 Millionen Tinder-Swipes. Ja? Also auch da hat sich wirklich sehr viel verändert. Und das ist ganz egal, in welchem Bereich man da hineinschaut. Das Internet bzw. die Digitalisierung haben das in dem Fall wirklich sehr stark verändert. Was man auch mitbedenken muss, und das ist auch etwas, was jetzt vor allem auch während der Corona-Zeit auch mitbedacht wurde, beziehungsweise wo es jetzt Gott sei Dank auch endlich eine sehr starke Bewegung, vor allem von der jungen Generation gibt, ist, dass man da natürlich auch den ökologischen Aspekt betrachten muss. Ja, also Netflix, Amazon etc. haben jetzt wirklich auch während der Corona-Zeit die Qualität der Videos heruntergeschraubt, um in dem Fall wirklich weniger an Daten zu generieren, beziehungsweise da auch wirklich Energie zu sparen. Und auch da, wenn man sich das mal anschaut, wenn man sich das überlegt, also 30 Minuten Netflix sind in dem Fall vergleichbar mit einer Autofahrt von 6 Kilometern. Ja? Das heißt, wenn man sich jetzt einmal überlegt, okay, ich habe jetzt am Wochenende Zeit und keine Ahnung, ich streame jetzt einmal wirklich eine Serie durch, dann ist das schon ziemlich viel Energie, die in dem Fall gebraucht oder verbraucht wird. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf zum Beispiel ein Arbeitsjahr, wenn man jetzt wirklich nur das Arbeitsumfeld betrifft, alles, was jetzt Laptops betrifft, was E-Mails betrifft, was zum Beispiel Recherchen betrifft etc., dann ist man pro Person in dem Fall schon auf insgesamt 1000 Kilometer Autofahrt. Das heißt, das ist einer dieser Bereiche, die man in dem Fall nicht außer Acht lassen sollte und vor allem nicht unter der Voraussetzung, dass auch, was in dem Fall Prognosen sagen, bis zum Jahr 2025 80% der Daten irgendwo auf einem Cloud-Server, auf Cloud-Systemen gespeichert werden. Das heißt, man geht immer stärker davon ab, diese Daten wirklich auch zu Hause zu sammeln, sondern verlässt sich da immer mehr auf Cloud-Lösungen. Cloud-Lösungen bedeutet in dem Fall aber wieder, dass es Rechenzentren braucht, Rechenzentren, wo unglaublich viele Server drinnen stehen, die natürlich in dem Fall Strom brauchen, nicht jetzt in dem Fall nur für den Betrieb, sondern um das Ganze auch aufrechtzuerhalten für Kühlung etc. Und da muss man sich in Zukunft wirklich etwas überlegen. Aber auch da Lichtblicke am Himmel. Es gibt nämlich in dem Fall in einem Rechenzentrum in Bern, da sind in dem Fall wirklich drei Datenspeicherzentren angeschlossen. Die haben es wirklich schon geschafft, eine Energieeffizienz von 84% zu erreichen. In dem Fall gehen 100% der Abwärme, die in dem Fall diese Rechenzentren erreichen, direkt in das Fernwärmenetzwerk der Stadt Bern. Man hat dadurch die Möglichkeit, pro Jahr 170 Kilotonnen an CO2 einzusparen. Und wenn man das jetzt umrechnet auf die Schweizer Bewohner, dann ist das in dem Fall die Emission, die in dem Fall 31.000 Menschen verursachen würden. Ja? Gekühlt wird das Ganze in dem Fall mit Umluft beziehungsweise auch mit Regenwasser. Das heißt, da hat man wirklich geschaut, dass man das Ganze auch ökologisch sinnvoll gestaltet. Also die Möglichkeit besteht, da jetzt wirklich dann umzurüsten. Das ist natürlich dann auch eine ganz andere Aufgabe. Aber ich glaube, diesen ökologischen Aspekt darf man in dem Fall keinesfalls außer Acht lassen. Gut, kurz bevor wir jetzt zu diesem Punkt kommen, also das war jetzt nur einführend, ein paar Zahlen, beziehungsweise vielleicht auch ein kleiner Seitenblick, was man da vielleicht noch mitbedenken sollte. Bevor wir jetzt zu diesem Thema kommen, wer von diesen Daten profitiert, würde ich gerne mit euch eine kleine Übung machen. Und zwar habe ich euch hier jetzt einen Link in den Chat gestellt. Und zwar ist es ein Link zu einem Padlet. Ich werde euch jetzt den Bildschirm da diesbezüglich auch freigeben. Einfach nur eine kleine Übung, die ich gerne mit euch machen würde und ich lade euch ein, da hier mitzutun. So, und zwar geht es um Folgendes. Ich habe hier eine Zeitleiste vorbereitet. Ja? Das Ganze heißt in dem Fall Alex Google Tag. Da geht es darum, dass eine Person namens Alex, sage auch gleich dazu, das ist extra so gewählt, dass man jetzt nicht weiß, okay, ist das jetzt männlich oder weiblich, einen Tag in dem Fall verbringt in der Stadt, in dem Fall in Wien.
Und nebenbei sind in dem Fall ein paar Fragen angeknüpft, also welches Geschlecht hat Alex, wo wohnt Alex etc. Wenn ihr hier jetzt einsteigt, seht ihr in dem Fall rechts unten ein Plus, wo ihr dann in dem Fall so kleine Kasterl erzeugen könnt, wo ihr was reinschreiben könnt. Ich darf euch jetzt bitten, ganz kurz, jetzt was jetzt 5 Minuten, da mal kurz drüber zu schauen und diese Fragen zu beantworten. In dem Fall dieses Kasterl erstellen und in dem Fall dann passend zur Antwort einfach dann dorthin zu schieben. Mich würde sehr interessieren, was ihr da hier sagt, beziehungsweise was da für Antworten herauskommen. Also in dem Fall ein Tag, der in dem Fall von der Google Timeline gespeichert wurde, war ein Samstag, begonnen in der Überseestraße, führt dann durch die ganze Stadt. Ja. Sehr gut, da sehe ich schon einige Antworten. Aha, Geschlecht weiblich. 11:50 Wien, Überseestraße, Mitte 20, zwischen 20 und 30. Okay. Aha, da haben wir jetzt jemanden, der sagt männlich. Männlich, weiblich, weiblich. Ihr seid wahrscheinlich dann genauso gespannt wie ich auf die Auflösung. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon kennt. Berufstätig oder Nebenjob, gut situiert. In Klammer, weil Bershka, ja. Oder Ausbildung. Wohnt in der Überseestraße. Ja. Okay, wahrscheinlich per WhatsApp vereinbart, okay. Siebzehn und arbeitslos, weil es ist eine Schulungsmaßnahme, okay. Auch spannend. Alex ist jung geblieben und trendig, sehr modisch gekleidet. Macht eine Ausbildung bei der Caritas und hat einen Freund. Alles klar. Perfekt. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Das sind, glaube ich, schon genug Kommentare dazu. Ja, sehr spannend, was da dazu kommt, weiblich. Da ist eine Person, die gesagt hat, Alex ist männlich. Vielleicht noch ganz kurz das Mikrofon einschalten. Warum männlich? Das würde mich jetzt interessieren. Weißt du, wer das gepostet hat? Okay. Na, macht nichts. Also, auf jeden Fall vielleicht jetzt ganz kurz zur Auflösung von diesem
Google Tag in dem Fall von Alex. Ja, also Alex ist in dem Fall eine frei erfundene Person. Das heißt, ich kann jetzt in dem Fall nicht verifizieren, ob das, was jetzt ihr geschrieben habt, stimmt oder nicht. Aber die Übung ist dafür da, beziehungsweise zeigt ein gutes Bild, was in dem Fall anhand von einem einzigen Tag, den ich jetzt in dem Fall auf Google verbringe, beziehungsweise mit den Daten, die in dem Fall Google über mich sammelt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Zeitleiste eingeschalten habe, was da hier möglich ist, in dem Fall auch herauszufinden. Einerseits vom Wohnort, was die Ausbildung betrifft, was das Sozialleben betrifft, ob berufstätig ja oder nein, das heißt, wie wird eingekauft, ist das jetzt da eben der Flagship-Store oder sind das andere Sachen? Ist die finanzielle Lage gut oder nicht? Also alleine von diesem einen einzigen Tag, ja, gibt schon eine wirklich große Möglichkeit, da Daten einerseits zu interpretieren und andererseits natürlich auch von den gewonnenen Daten in weiterer Folge zu profitieren. So, und dazu jetzt natürlich auch die Antwort auf diese Frage, wer profitiert denn in dem Fall jetzt wirklich von den Daten, die gesammelt werden? Also ich glaube, die ersten, die uns da hier alle einfallen, sind in dem Fall wirklich ja, die großen fünf in dem Fall. Google, Facebook, Apple, Amazon und Microsoft. Ich glaube, diese Sachen sind bekannt. Auch warum das so ist, liegt, glaube ich, auch auf der Hand. In dem Fall, was Google betrifft, einerseits laufen mittlerweile 85% der Smartphones weltweit mit dem Betriebssystem Android. In dem Fall auch, was jetzt die Zusatzfeatures betrifft, die da gratis angeboten werden. Egal, ob das jetzt Google, also Gmail ist, ob das Google Maps ist, ob das YouTube ist. Also diese Sachen spielen da alle mit hinein. Vielleicht auch noch kurz dazu, was jetzt, also da werden natürlich unglaublich, wird unglaublich viel an Daten gesammelt. Auch das möchte ich euch vielleicht ganz kurz zeigen. Ich habe euch das auch vorbereitet anhand von meiner Timeline. Das, was ihr hier seht, ist in dem Fall meine Google Timeline. Ich habe das jetzt absichtlich über einen Zeitraum von in dem Fall 2 Jahren wirklich online gelassen. Und was da hier passiert, beziehungsweise was da gespeichert wird, ist wirklich ein Wahnsinn. Also wenn man sich da ein bisschen was anschaut, man sieht, ich bin hauptsächlich in Österreich unterwegs, in dem Fall ja Hauptsache Steiermark, beziehungsweise auch hier in Salzburg. Das ist in dem Fall jetzt privatbedingt, werden diese roten Punkte immer dichter. Man kann auch schauen, wo ich auf Urlaub war, zum Beispiel hier. Vor einiger Zeit war ich in dem Fall in Dubrovnik. Aber das ist in dem Fall nicht alles, sondern wenn man das jetzt genau anschaut und da vielleicht einmal draufklickt, dann bekommt man sogar einen genauen Einblick, was ich an diesem Tag wirklich auch getan habe. Das heißt, da ist in dem Fall der ganze Aufenthalt, der Rundgang, den wir dort gemacht haben, gespeichert worden. Wenn man jetzt zusätzlich dazu auch noch Google Fotos verwendet, sind jetzt auch noch die Fotos mit dabei. Also das ist alles schon wirklich sehr genau, was da hier ja, gespeichert wird. Beziehungsweise kann man da auch noch herausfinden, auch jetzt was meine Arbeit betrifft, da werden vor allem jetzt in der Steiermark sehr viele Schulen mit dabei sein. Da kann man jetzt zum Beispiel auch schauen, wann ich da wirklich an diesen Schulen war, beziehungsweise auch, wie ich dort hingekommen bin, wie viel Zeit ich mit dem Auto dort verbracht habe, etc. etc. Also diese Dinge sind wirklich ein gefundenes Fressen für in dem Fall die Top 5 der Datensammler. So, vielleicht nur ganz kurz, weil jetzt da in dem Fall nur Google dabei steht, beziehungsweise auch Google Maps dabei steht, das ist in dem Fall ja nicht nur alles, sondern auch diese, vor allem was diese Standortverläufe betrifft, die werden ja darüber hinaus auch bei Apple gespeichert. Vielleicht nur ganz kurz, hat jemand von euch ein iPhone? Oder wer von euch besitzt ein iPhone? Da, auch da kann man nämlich nachschauen, wie jetzt in dem Fall diese Timeline ausschaut. Auch da werden diese Orte wirklich sehr genau gespeichert. Auch das habe ich euch ganz kurz noch vorbereitet. Ja, gut, ich zeige das dann nachher her. Facebook natürlich ist eins der nächsten. Wenn man sich jetzt auch da die Dinge dazu anschaut, die Facebook in dem Fall zusätzlich an Daten oder an Diensten bereitgibt. Also in dem Fall, ah ja, da steht eh schon iPhone drinnen, ja. In dem Fall, ja, nicht nur den Facebook Messenger, der in dem Fall ja wirklich jetzt ausgelagert ist von Facebook, sondern natürlich auch die Dienste Instagram und WhatsApp.
Weil auch da oft so diese Annahmen dazukommen, ja gut, ich verwende ja Facebook eh nicht, weil die sammeln ja eine große Menge an Daten. Aber in dem Fall darf man da Instagram beziehungsweise auch WhatsApp nicht vergessen. Nicht umsonst wurde WhatsApp um insgesamt 19 Milliarden Dollar von Facebook erstanden. Die haben nicht umsonst für eine Technologie, die es eigentlich 10 Jahre vorher mit Skype auch schon gegeben hat. Das heißt, ich kann über das Internet in dem Fall Daten, Bilder, Standort etc. verschicken, sondern auch was die Daten betrifft, ja, also beziehungsweise WhatsApp hatte damals zu einem damaligen Zeitpunkt, wo es übernommen wurde, 40 Mitarbeiter. Das heißt, ich habe jetzt da auch nicht einen riesen Konzern übernommen, der jetzt dieses Geld wert gewesen wäre, sondern das, wofür man da gezahlt hat und wo man dann auch merkt, dass das wirklich einen unglaublichen Wert hat, ist in dem Fall, sind die Daten, die da dahinter stecken. Ja. Ich muss, wenn ich WhatsApp installiere, natürlich einmal meine ganzen Kontaktdaten an WhatsApp weitergeben. Da sind Namen dabei, man kann davon ausgehen, dass WhatsApp natürlich mittlerweile alle Telefonnummern der Welt besitzt, ganz egal, ob jetzt WhatsApp tatsächlich verwendet wird oder nicht. Zusätzlich dazu sind bei vielen auch noch E-Mail-Adressen beziehungsweise auch Geburtsdaten mit eingespeichert in diesen Kontaktdaten, und dass das dann so viel wert ist, ich glaube, das kann man sich dann wirklich durchaus vorstellen. Ja, aber nicht nur bei denen, sondern auch bei den anderen Diensten. Ja. Apple zum Beispiel mit den Diensten wie zum Beispiel jetzt Apple Pay beziehungsweise auch Siri und Safari, die sind diejenigen, die sich eigentlich immer so auf ihre Banner schreiben, ja, wir verkaufen in dem Fall Produkte und in dem Fall nicht die Daten unserer Kunden. Und was die Sicherheit betrifft, sind wir in dem Fall auch wirklich weit voraus. Aber ich habe jetzt eben deshalb genau die genommen. Alles, was jetzt diese Sprachaufnahmen betrifft, beziehungsweise auch die Verbesserung dieses Nutzungserlebnisses. Natürlich werden diese Daten auch verwendet und bearbeitet. Beziehungsweise auch bei Google Pay, auch da kann ich Einkaufsverhalten etc. genau analysieren. Beziehungsweise, ich habe extra deshalb auch Safari dazu getan, weil es auch da vor kurzem einen Skandal gegeben hat. Anscheinend wurde in dem Fall von Google ein Betrag von ungefähr 9 Milliarden Dollar überwiesen an Apple, damit in dem Fall die Google-Suchmaschine bei Safari in dem Fall als Standard-Suchmaschine eingestellt wird. Ja? Natürlich gibt es die Möglichkeit, am iPhone das auch umzustellen, aber trotzdem, laut Statistik, verwenden 90% der iPhone-Nutzer immer noch Google als Hauptsuchmaschine. Das bedeutet in dem Fall, Google verwendet in dem Fall die Daten der Nutzer nicht selbst, aber, und das hat mir dann schwer angekreidet und vorgeworfen, dass sie diese Daten dann in dem Fall an den größeren Konzern, in dem Fall an Google, auch weiterverkaufen. In dem Fall alles, was jetzt die Suchergebnisse und was dazukommt betrifft, das heißt Cookies, alles, was mich interessiert, die ganzen Interessen, Einkaufsverhalten, Surfverhalten etc., dass das dann in dem Fall auch wieder mit dabei ist, wenn in dem Fall über diese Suchmaschine gesurft wird. Darüber hinaus darf man natürlich nicht vergessen, im Durchschnitt sind mittlerweile, ich glaube, wir kennen das auch alle, mittlerweile, glaube ich, gibt es fast keine Website mehr, wenn man da drauf geht, dass nicht diese Warnung kommt, beziehungsweise diese Bestätigung kommt, okay, wir verwenden Cookies, fortfahren oder nicht, und ich bin damit einverstanden. Viele Seiten funktionieren gar nicht mehr, wenn ich das in dem Fall nicht bestätige. Und was man da mit bedenken muss, ist, dass auf vielen Seiten in dem Fall wirklich bis zu 80 Unternehmen vorhanden sind, die in dem Fall diese Cookies, diese Daten sammeln. Unter ihnen immer und hauptsächlich in dem Fall Google beziehungsweise auch Facebook. Google Analytics ist eins der meist verwendeten Tools, was jetzt Webseiten betrifft. Das heißt, jeder, der jetzt irgendeine Website ins Netz stellt und in dem Fall auch gängige Statistiken etc. haben möchte, was jetzt die Zugriffe betrifft, was jetzt die erfolgreichen Plattformen und Unterplattformen auf dieser Seite betrifft, wo man vielleicht was ändern muss, verwendet in dem Fall Google Analytics. Das bedeutet, heutzutage ist es fast nicht mehr möglich, ohne in dem Fall, dass Google etwas mitbekommt, auf irgendwelchen Seiten vorhanden zu sein. Das heißt, in dem Fall ist das fast eine nahtlose Aufzeichnung meiner Internetaktivitäten, die in dem Fall dann eben an Google weitergeleitet wird. Aber damit nicht genug. Natürlich auch die anderen Riesen, so wie Amazon zum Beispiel. Ja? Also Amazon Alexa, auch da hat es ja vor kurzem diesen Skandal gegeben, beziehungsweise die zwei Skandale. Der eine war, dass jemand in dem Fall
was auch das Recht ist, laut Datenschutzgrundverordnung seine Daten herauszuverlangen. Die Daten wurden dann überwiesen, wo einerseits das Kaufverhalten etc. Dabei war, beziehungsweise auch Sprachaufnahmen, die in dem Fall analysiert wurden von Alexa, beziehungsweise wirklich von menschlichen, sage ich jetzt, Mitarbeitern, nicht von Maschinen. Nur das Besondere daran war, dass in dem Fall die Stimme nicht seine war, sondern die Daten von jemand anderem geschickt hat. Ja, aber das ist nicht alles. Auch da kommen riesige Datenmengen zusammen. Allein durch die Dienste Prime Video beziehungsweise auch Amazon Music. Surfverhalten, man kann herausfinden, wer wann, wie viel Zeit wo verbringt, welche Genres interessant sind. Wie viel Zeit verbracht wird, ob jemand ein Binge-Watcher ist oder nicht. Also diese Dinge sind da alle mit dabei. Natürlich auch, was Windows betrifft. Ja. Auch Windows hat in dem Fall, also Microsoft hat in dem Fall einen Sprachassistenten, die Cortana, beziehungsweise natürlich das, was jetzt in dem Fall bei Android die mobilen Geräte sind bei Windows die Laptops. Also das Betriebssystem, ein Marktführer in dem Fall, beziehungsweise natürlich darf man hier auch nicht vergessen, dass diese ganze Spielindustrie mit Xbox etc. auch noch dazukommt. Das heißt, wenn man sich jetzt das einmal anschaut und dieses riesige Konglomerat anschaut, da sieht man dann schon, okay, wer in dem Fall weit vorne mit dabei ist, was jetzt die Daten betrifft, beziehungsweise die Datensammlern betrifft. Die Großen profitieren natürlich. Aber, ja bitte. Eine kurze Frage, und zwar, weil du gesagt hast, Spracherkennung. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass obwohl ich mein Handy nur neben liegen habe und in einem Gespräch gewisse Sachen erwähne, dass dann plötzlich die Werbung von gewissen Dingen am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde aufpoppen. Hören diese quasi Internetgiganten auch mit, wenn ich es gar nicht eingeschalten habe, sondern nur auf Standby neben liegen habe? Gut, sehr gute Frage. Schwer zu beantworten, weil wir es nicht wissen können. Ich erlebe das immer wieder und ich habe schon von so vielen gehört, okay, ich habe über etwas geredet und plötzlich kommt dann eben die passende Werbung dazu. Ich kann jetzt nur dazu sagen, theoretisch und technisch ist es auf jeden Fall möglich, ja, beziehungsweise in dem Fall auch erlaubt, weil ich diesen Apps ja oder diesen Dienst und diesen Anbietern gewisse Berechtigungen erlaube. Ja, das heißt, ich muss mich da wirklich vielleicht ein bisschen besser auskennen, diese Berechtigungen in dem Fall zurückziehen, damit hier diese Informationen, dieses Mikrofon zum Beispiel, nicht immer den Zugriff hat. Aber das ist natürlich schwierig, ja, wenn ich auf WhatsApp zum Beispiel viele Sprachnachrichten schicke, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt nicht, dass Facebook zuhört. Ja. Wenn ich jetzt auf WhatsApp viele Sprachnachrichten schicke, ich müsste jetzt wirklich jedes Mal mein Mikrofon ein- und ausschalten. Ja. Beziehungsweise, wenn ich sehr viel eben mit diesen Assistenten arbeite, ja, was ja natürlich, das ist die neue Form der Kommunikation. Nicht umsonst haben Alexa und diese ganzen Assistenten so einen großen Erfolg. Ja. Das ist in dem Fall die nächste Evolutionsstufe nach der Tastatur. Ich brauche in dem Fall nichts mehr eingeben, sondern es reicht die Sprache. Es ist eine unglaubliche Erleichterung. Ja. Natürlich ist es theoretisch und technisch möglich. Und auf WhatsApp zum Beispiel, bei den Nutzungsbedingungen steht auch dabei, dass sie auch Tonaufnahmen dazu verwenden, um eben diese Daten dann auch für Werbezwecke zu verwenden. Ich habe das auch mitbekommen, ich habe in meinem alten Auto so ein altes Bluetooth-Gerät gehabt, also so eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Und wenn man die auf ganz laut aufgedreht hat, hat man immer vernommen, wenn ich jetzt irgendwo eine WhatsApp-Nachricht geschrieben habe, dass da für kurze Zeit, so für 2-3 Sekunden, das Mikrofon offen war. Ja, also das hat man wirklich gehört, dass sich da jetzt was eingeschalten und dann wieder weggeht. Ja. Eben mit Hintergrundgeräusche, was wird da für Musik gehört, was werden für Fernsehsendungen geschaut etc. Also diese Daten sind unglaublich wertvoll. Ich möchte jetzt aber auch dazu sagen, ja, also ist die Frage damit beantwortet. Also ich sage theoretisch, wir werden das nicht nachvollziehen können, ob das auch wirklich passiert oder nicht. Ja. Ja. Es kommen immer wieder diese Informationen ans Tageslicht, es kommt immer wieder was zutage, aber es hat, glaube ich, einmal ein Mitarbeiter von Google gesagt, ja, also die Politik ist immer 3 Jahre lang hinter der Wirtschaft, das heißt Politik, Gesetzgebung, und die Digitalwirtschaft ist 3-mal so schnell wie die normale Wirtschaft. Ja? Das heißt, wir sind in dem Fall 9-mal so schnell wie die Politik. Das heißt, solange ihnen niemand auf die Finger klopft und jetzt sagt, okay, es gibt jetzt die und die Regelung, Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, ja, wird sich da in dem Fall in vielen Fällen nichts ändern. Ja, also die werden so weitermachen, bis eben jemand draufkommt und das dann verbietet.
Und es gibt immer wieder neue Innovationen. Ich werde dann nachher auch noch dazukommen. Ja? Aber in dem Fall darf man jetzt nicht nur in dem Fall diese Top 5 betrachten, sondern dieses Datensammeln, dieses Datenspeichern. Gold des 21. Jahrhunderts bedeutet für mich in dem Fall, dass dir wirklich jeder sein Stück vom Kuchen auch abhaben will und das auch dann wirklich so tut. Ja? Und da geht es jetzt in dem Fall nicht nur um die Sachen, die online passieren, sondern ich sage auch wenn es jetzt diese wirklich vehementen Verweigerer gibt, die jetzt sagen, nein, ich bin jetzt wirklich ein Digital-Asket, ich habe noch mein Tastenhandy zu Hause und ich verwende die anderen Sachen auch nicht, ja? Ich bin auf keinem sozialen Netzwerk. Und wenn man dann fragt, ja, haben Sie eine Jö-Karte? Ja? Also das ist in dem Fall genau das Gleiche. Auch da werden Daten, mitunter meiner Meinung nach sogar sensible Daten, gesammelt und gespeichert. Ich kann zum Beispiel durch das Einkaufsverhalten herauslesen, ob jetzt jemand eher Billigprodukte einkauft oder nicht. Ob jemand Intoleranzen hat, ja? Ob jemand, keine Ahnung, Zöliakie hat oder Laktoseintolerant ist. Ja? Beziehungsweise auch, wenn zum Beispiel viel Alkohol eingekauft wird. Auch da kann ich Rückschlüsse ziehen. Aber diese Dinge, diese Daten sind in dem Fall wirklich wertvoll und auch die Kleinen profitieren daraus. Ja, zum Beispiel eine Kollegin hat mir kürzlich erzählt, die arbeitet für ein kleines Unternehmen, die erzeugen Bio-Müslis und die werden in dem Fall bei DM in ganz Österreich verkauft. Und regelmäßig erhalten die Anrufe, dass sie eben die Daten, was jetzt den Verkauf betrifft, auch erwerben können. Ja, die sagen dann, okay, in welchem Bundesland kommt welche Marke gut an? Was ist die Zielgruppe? Das sind jetzt, keine Ahnung, Erwachsene im Alter zwischen 15 und 63 Jahren. Diese Daten können Sie alle erwerben. Die werden im Hintergrund natürlich auch alle gespeichert und werden auch verwendet und damit wird Geld gemacht. Ja? Und andererseits natürlich, nicht umsonst steht auf jeder Website, okay, wir verwenden Cookies. Das ist in dem Fall, da ist wirklich viel Geld dahinter, wenn man auf diesen Seiten dann auch wirklich Werbung schaltet, beziehungsweise wenn dann vielleicht sogar über diese Seite, wo die Werbung geschaltet wird, dann auch der Zugriff auf die Website basiert oder auf das Unternehmen basiert und ich dort dann auch tatsächlich einkaufe. Ja? Also vor allem dieses Affiliate Marketing, das heißt, dass ich in dem Fall Provision bekomme, wenn über einen gewissen Link, den ich zur Verfügung stelle, durch eine Werbung, die ich schalte, da hier auch tatsächlich eingekauft wird, ist mittlerweile wirklich ein riesiger Geschäftszweig. Das heißt, in dem Fall profitieren wirklich nicht nur die großen Unternehmen, die natürlich in einem mittlerweile fast nicht mehr zu berechnenden Maße, aber auch die Kleinen profitieren in dem Fall von den Datensammlungen. Aber in Wirklichkeit, und deshalb würde ich auch gerne das ein bisschen einbringen, was jetzt so Riesendatenmengen und Datenspeicherung beziehungsweise auch die Vernetzung dieser einzelnen Dinge betrifft, profitieren wir nicht alle ein bisschen davon. Ja? Ich glaube, da muss man auch sehr unterscheiden. Natürlich, wenn es um persönliche Daten geht etc., ja, keine Frage, dass die geschützt gehören. Nicht umsonst gibt es auch Datenschutzgesetze, Datenschutzgrundverordnung bei uns in Österreich, beziehungsweise vor allem auch im europäischen Raum. Aber nur um ein paar Beispiele zu nennen, was jetzt Daten sammeln, Daten speichern, Daten verwenden, Daten weitergeben betrifft, um unser Leben zu erleichtern, um uns selber zu verbessern, das ist, glaube ich, nichts Neues. Ja? Deshalb habe ich hier einen Mandelkalender hergerichtet. Das waren über Beobachtungen über Jahrhunderte hinweg, was zum Beispiel das Wetter und das Klima betrifft, das man dann niedergeschrieben hat und in dem Fall für die nächste Generation dann auch weitergegeben hat. Das heißt, diese Dinge ist in dem Fall nichts Neues, es hat damals halt nur anders funktioniert. Natürlich heutzutage ganz andere Dimensionen, aber dass man das zu Hilfe nimmt, ja, oder zu Rate zieht und anderen zur Verfügung stellt, das hat es in dem Fall schon immer gegeben. Oder, wen reibt das nicht auf? Ja, also das, was mit unseren Postkästen passiert. Auf den meisten Postkästen steht jetzt schon oben, nein, ich will keine Werbung haben. Warum sollte dann nicht in dem Fall wirklich personalisierte Werbung auch auftreten? Ja? Ich habe zum Beispiel jetzt nach Bergsportsachen gesucht und bekomme dann eben die Angebote. Ja? Wo gibt es Sales? Beziehungsweise auch von anderen Marken in dem Fall. Ja, wenn ich da irgendwas brauche, da und dort ist Abverkauf. Ich habe so jetzt zum Beispiel, ich habe diesen Algorithmus, der da im Hintergrund läuft, ausgenutzt, um jetzt mein letztes Auto zu kaufen. Die haben gewusst, welche Marke ich haben will, welche Preisklasse beziehungsweise wo ich wohne und haben jetzt Händler in der Umgebung angezeigt und dort Autos. Ja? Also man kann diese Sachen auch natürlich für sich selber nutzen. Beziehungsweise, ja, Österreichs größter Freund, das Autofahren. Die Daten, die hier gesammelt werden, alle Assistenzsysteme, die da laufen, ja, dass ich in dem Fall jetzt heutzutage mit einem modernen Auto fast nie mehr in einen Stau reinkomme, weil die mir von vorher aufgrund der Daten, die eben gesammelt werden von anderen Fahrzeugen, sagen können, du, pass auf, da gibt es jetzt einen Stau oder da war ein Unfall. Ja.
Beziehungsweise auch, was jetzt die Energieeffizienz betrifft oder was jetzt das auch wirklich Menschenleben betrifft. Ja? Dass ich jetzt Daten sammle, was passiert in meiner Umgebung, wenn jetzt jemand auf die Straße ruft, dass dann wirklich automatisch gebremst wird. Ja? Aber auch da vielleicht die anderen Seiten. Ja? Vielleicht ganz besonders, was das Auto betrifft. Da gibt es ja von vielen Versicherungen mittlerweile auch so diese Produkte, wo man sagt, ja gut, wenn du jetzt ein wenig Fahrer bist, wenn du jetzt nur was jetzt 5000 Kilometer im Jahr fährst, bekommst du eine besondere Versicherungsprämie. Aber in dem Fall nicht nur das. Normalerweise würde es ja ausreichen, wenn sie dann am Anfang des Jahres, am Ende des Jahres auf meinen Tacho schauen, beziehungsweise auf den Kilometerstand schauen, ob jetzt 5000 Kilometer gefahren wurden oder nicht. Aber die verlangen in dem Fall, dass jetzt eine Box installiert wird im Auto, die das Ganze aufzeichnet. Natürlich wird aber nicht nur das aufgezeichnet, sondern dann wird auch in dem Fall mein Fahrverhalten aufgezeichnet. Ja? Ist es jemand, der viel fährt? Ist es jemand, der wenig fährt? Ist es jemand, der schnell fährt? Ist es jemand, der risikoreich unterwegs ist? Ja? Also diese ganzen Daten werden in dem Fall natürlich auch mitgesammelt und mitgespeichert. Aber was jetzt auch Big Data betrifft, ich habe das deshalb reingetan, weil ich mich gerade jetzt in meinem Skigebiet befinde. Ich bin gerade im Pongau in dem Fall mitten zwischen Flachau, Altenmarkt, Zauchensee und so weiter. Da gibt es mittlerweile diese modernen Systeme, was jetzt Pistenpräparierung betrifft. In dem Fall kommuniziert das Pistengerät mit, die sind alle miteinander vernetzt, mit Schneekanonen etc. Das heißt, das Pistengerät stellt automatisch ein, wo ist viel Schnee, wo ist wenig Schnee. Die Schneedecke wird genau analysiert, beziehungsweise dort, wo wenig ist, werden dann wirklich gezielt und nicht mehr weit flächendeckend die Schneekanonen aktiviert, was in dem Fall wirklich auch unglaublich viel Energie etc. spart. Ja? Beziehungsweise auch, was die Krebsvorsorge beziehungsweise Krebsfrüherkennung betrifft. Auch da hat man Millionen von Daten zusammengesammelt und ich glaube, letztes Jahr war das der Fall, sind in dem Fall die Berichte rausgekommen, dass mittlerweile künstliche Intelligenzen in der Früherkennung von Krebs besser sind als, als wirklich Ärzte, als Radiologen, die ihren Job auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten machen. Ja? Das heißt, man muss immer auch die beiden Seiten betrachten. Ja? Aber, und das sage ich auch dazu, natürlich muss man da einen Unterschied machen, ob das jetzt Daten sind, die der Gesellschaft zugutekommen, ob das Daten sind, die in dem Fall pseudonymisiert oder anonymisiert gesammelt werden, ja, oder ob es da wirklich um meine persönlichen Daten geht, um vielleicht auch sensible Daten, die in dem Fall auch für andere Zwecke verwendet werden. Und dazu vielleicht, glaube ich, wenn man jetzt auch das mit einbezieht, also dieses beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, beabsichtigte Datenweitergabe, beziehungsweise was passieren kann, wenn in dem Fall wirklich persönliche Daten, persönliche Informationen von mir weitergelangen, dann glaube ich, oder welche Dimension das hat, ja, dass ich jetzt von jemandem persönlich auch Daten habe und die verwenden kann, muss man, glaube ich, in dem Fall diesen Namen auf jeden Fall nennen. Ja? Und zwar Name Michael Kosinski. Er war in dem Fall am Institut für Psychometrik an der Universität Cambridge zugange. Psychometrik vielleicht, das ist in dem Fall die Vermessung der menschlichen Psyche, sage ich jetzt einmal. Und da gibt es in dem Fall die sogenannte Ocean-Methode. Das heißt, man kann jeden Charakterzug eines Menschen messen. Und zwar mit den Big Five, nennen die, mit in dem Fall diesen Eigenschaften, ja, in dem Fall Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Ja. Und in weiterer Folge kann man vorhersagen, okay, wenn jetzt diese Person ausgewertet ist, habe ich das Ergebnis, okay, welche Art Mensch geht es hier, beziehungsweise welche Ängste, Bedürfnisse und vor allem auch das tendenzielle Verhalten eines Menschen kann ich in dem Fall vorhersagen. Ja, war in dem Fall in der früheren Zeit sehr umfangreich, beziehungsweise auch sehr schwierig, irgendwie in die Wege zu leiten, weil dazu hat es einer sehr intensiven Fragestellung bedürfen. Also es bedarf einer sehr intensiven Fragestellung. Man muss dort einen komplizierten Fragebogen ausfüllen, damit man das herausfindet. Aber das, was danach passiert ist, war, es hat Facebook gegeben.
Ja? Und Kosinski hat sich dann gedacht, okay, er verwendet jetzt in dem Fall die Daten von Facebook. Er hat in dem Fall einen Psychotest als Zusatz-App auf Facebook gestellt und hat dann innerhalb kürzester Zeit nicht nur Tausende und Hunderttausende, sondern Millionen von Daten zur Verfügung gehabt und hat das dann ausgewertet. Das heißt, er hat in dem Fall die Daten, die er von diesen Personen zur Verfügung gestellt hat, den Ocean-Wert ausgerechnet und das dann verglichen in dem Fall mit den Informationen, die auf diesen Facebook-Seiten zur Verfügung waren. Das heißt, welche Seiten gefallen mir, auf welchen Seiten drücke ich auf gefällt mir, welche Bilder poste ich, welche Kommentare sind auf meinen Seiten etc. Und hat das Ganze in dem Fall wirklich so auf diese Art und Weise perfektioniert, dass er mit einer Anzahl von durchschnittlich 68 Seiten-Likes, ja, und in dem Fall jetzt nicht nur auf Seiten, die jetzt von Unternehmen oder Dienstleistungen handeln, sondern auch von persönlichen, hat er herausfinden können über eine Person mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%, welche Hautfarbe die Person hat, ob die Person homosexuell ist oder nicht, zu 88%, ob, die natürlich leichter in den USA als bei uns, ob es demokratisch oder republikanisch wählen, weil in dem Fall sehr viele amerikanische Probanden damit dabei waren, mitgemacht haben. Auch Daten zum Alkohol- und Drogenkonsum, beziehungsweise auch, ob sich die Eltern vor dem 21. Lebensjahr scheiden haben lassen. Und das Ganze ist dann noch weitergegangen. Ja? Ab 70 Likes haben die Vorhersagen über die Person, in dem Fall die Menschenkenntnis von Freunden, übertroffen. Ab 150 Likes die Menschenkenntnis von Eltern, ab 300 Likes die Menschenkenntnis des Partners. Und alles, was darüber gegangen ist, hat man in dem Fall über die Person genauer vorhersagen können als die Person selbst. Und dabei geht es jetzt nicht nur um diese persönlichen Daten, die jemand von sich preisgibt, sondern in dem Fall um die Kombination. Und wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, ja, also dieses Bild, das ich versucht habe jetzt zu zeichnen, einerseits mit dieser Übung, dem Google-Tag, was kann ich jetzt herausfinden oder welche Möglichkeiten der Interpretation habe ich, wenn ich nur einen Tag zur Verfügung habe von einem Dienst? Was ist jetzt aber, wenn ich jetzt alle von diesen 5 Großen jetzt zum Beispiel, die jetzt hier wirklich mitspielen, die jetzt wirklich die Riesen auf dem Markt sind, wenn ich all diese Dinge verwende? Wenn diese Profile dann zusammengefügt werden, wenn all diese Daten dann auf einem Haufen zusammen sind, wie genau kann man uns dann in dem Fall berechnen und vorhersagen? Und auch dazu gibt es mittlerweile schon von Amazon, die haben im Jahr 2015 ein Patent angemeldet, das nennt sich Anticipatory Shipping. Das bedeutet, Sie können in dem Fall aufgrund des Verhaltens, aufgrund der gesammelten Daten, die Sie über eine Person haben, schon vorher voraussagen, ob diese Person ein Produkt kaufen will, noch bevor die Person das selbst weiß. Das heißt, Waren werden in dem Fall schon auf den Weg geschickt, noch bevor sich die Person dazu entschieden hat, das auch wirklich zu kaufen. Damit dann in dem Fall das Nutzungserlebnis dieses ist, dass ich sage, okay, ich kaufe das jetzt wirklich und plötzlich steht da, ja, ist in einem Tag bei dir. Ja, also diese Vorhersagen, die gibt es mittlerweile schon länger, beziehungsweise wenn man sich jetzt wirklich dieses ganze Bild anschaut. Ja. Und wenn man das jetzt aber herunterbricht auf Einzelpersonen, ja, dann sieht man erst, was Big Data in dem Fall wirklich für eine Macht hat, wenn man über Einzelpersonen genauere Vorhersagen treffen könnte oder kann als die Person selbst. Und ich habe jetzt deshalb diesen Michael Kosinski damit eingebracht, weil in dem Fall die Studienergebnisse, die er geliefert hat, in weiterer Folge dann auch anders verwendet wurden. Ja, und zwar hat es dann in dem Fall noch einen anderen, es war ein getarntes Intelligenztest auf dem Markt gegeben, das war in den USA, insgesamt 270.000 Personen mitgemacht haben. Das war im Jahr 2014. Damals war es aber auch noch so, das war eine Lücke, die Facebook dann erst in weiterer Folge sehr viel später geschlossen hat. Das bedeutet, wenn eine Person in dem Fall eine App verwendet hat, hat man auch ganz viele Daten von anderen Personen, von all den Facebook-Freunden bekommen. Innerhalb kürzester Zeit hat in dem Fall diese App 87 Millionen Daten von Facebook-Profilen und die wurden dann in dem Fall weiterverkauft an ein Unternehmen namens Cambridge Analytica. Und ich glaube, auch das ist ein Begriff, ist vielen ein Begriff. Cambridge Analytica war zum Beispiel, dadurch sind sie eigentlich in die Medien gekommen, beim Vorwahlkampf zur Brexit-Entscheidung mit dabei, beziehungsweise haben dann auch in weiterer Folge Donald Trump bei seinem Wahlkampf unterstützt. Und da sieht man jetzt einmal wirklich, welche Dimensionen das hat, beziehungsweise auch, was die dann dort versucht haben.
Der Wahlkampf früher, also da hat man genau gewusst, okay, wenn wir jetzt wirklich uns nur auf den amerikanischen Raum beziehen, wo sind die Bereiche, die eher demokratisch wählen, wo sind die, die eher republikanisch wählen, auch weil es jetzt so große Städte, Landstriche betrifft, hat man das ungefähr gewusst. Aber in diesem Wahlkampf hatte man was anderes. Man hatte die Daten von 87 Millionen Menschen. Und wenn man das jetzt dazu rechnet, ja, also wenn man jetzt insgesamt rechnet, wie viele Menschen wahlberechtigt waren, beziehungsweise auch, wie die Wahl ausgegangen ist, nämlich 66 Millionen Stimmen für Hillary Clinton, 63 Millionen Stimmen für Donald Trump und 120 Millionen Nichtwähler. Ja, also da sieht man alleine schon, welche Macht auch diese Daten von 87 Millionen Menschen hatten. Und da hat man sich in dem Fall wirklich in diesem Wahlkampf auf insgesamt 15 der 50 US-Bundesstaaten konzentriert und hat dann dort wirklich, vor allem in den USA ist ja bekannt, gibt es hauptsächlich auch diesen Haus-zu-Haus-Wahlkampf, wo die wirklich von Tür zu Tür gehen und mit den Personen dort reden. In dem Fall habe ich nicht mehr gewusst, okay, ich bin jetzt in einem Bereich, da tue ich mir wahrscheinlich schwer, weil die wählen eher demokratisch, sondern die hatten in dem Fall eine App zur Verfügung, wo sie genau gewusst haben, wer öffnet mir hier jetzt die Tür. Ja, das ist jetzt, keine Ahnung, Hausnummer, ein Familienvater mit 4 Kindern, alles, was jetzt Waffengesetze betrifft, etc., das ist etwas, was wir ja nicht ansprechen sollen, aber keine Ahnung, ist dafür, dass jetzt die Mauer in Mexiko gebaut wird. Die haben ganz genau gewusst, die haben ein vorgefertigtes Gesprächsprotokoll gehabt für eben genau diese Wähler. Und sie haben sich dann in weiterer Folge eben auf diese 15 Staaten konzentriert, aber in dem Fall nicht auf die überzeugten Clinton-Wählerinnen damals, Wählerinnen und Wähler, sondern auf die Personen, die wahrscheinlich eher Clinton wählen würden. Und die haben sie dann so weit gebracht, dass die in dem Fall nicht zur Wahl gegangen sind. Ja? In dem Fall nicht das Umstimmen, sondern sie haben sie dann wirklich so weit gebracht, dass sie nicht zur Wahl gegangen sind. Ja, und auch diese Personen sind wirklich gezielt getargetet worden auf sozialen Netzwerkseiten, auf allen anderen, mit Informationen, mit Abos, mit Zeitschriften, mit Berichten etc., wo eben wirklich ein ganz genaues Bild dann auch über den anderen Kandidat oder die andere Kandidatin gezeichnet wurde. Ich empfehle in diesem Punkt auch die Corinna Milborn, die morgen hier auch diesen Workshop halten wird, was jetzt eben diese Auswirkungen auf die Demo, also die Auswirkungen von Big Data, die Auswirkungen der großen Datensammler jetzt in dem Fall auf die Demokratie. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Das vielleicht nur als kleine Einleitung dazu. Das, was dem dazukommt oder das, was man dann ein bisschen auch unterschätzt oder jetzt in dem Fall vielleicht nicht so einberechnet ist, dass vor allem auf diesen sozialen Netzwerken eben diese Algorithmen arbeiten. In dem Fall jetzt aber nicht aufgrund von Ursache und Wirkung, sondern hauptsächlich aus dem Grund heraus, dass die natürlich wollen, dass wir so lange wie möglich auf diesen Seiten verbringen. Das heißt, sie füttern uns in dem Fall wirklich mit den Informationen, die wir haben wollen. Ja? Beziehungsweise, wenn wir uns einmal für das interessiert haben, zum Beispiel jetzt im amerikanischen Wahlkampf, okay, gut, ich schaue mir jetzt einmal, ich wollte eigentlich Clinton wählen, aber ich schaue mir jetzt einmal an, was da jetzt wirklich dahinter steckt, ob das alles wirklich so koscher ist. Ja, und dann werden diese Sachen natürlich, wenn ich mich einmal da interessiere und einmal in dieser Bubble drinnen bin, dann werde ich natürlich auch spezielles Ziel auch für genau diese Informationen und genau diese Nachrichten, die dann absichtlich eben auf diesen Social Media Seiten gestreut wurden. Also das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf und vor allem auch, wo man merkt, okay, welche Auswirkungen hat Big Data jetzt wirklich auf unsere Gesellschaft. Aber dazu, glaube ich, gibt es dann morgen noch die genauen Informationen. Gut, was ist jetzt beabsichtigt, was ist unbeabsichtigt? Auch dazu vielleicht einige Beispiele. Das habe ich heute auch schon ganz kurz erwähnt. Ja, es wird mitgehört. Ja, also der Bundestag hat in dem Fall mitbekommen, dass in dem Fall die Alexa oder der Amazon Echo Dot nicht nur mithört, wenn jetzt eben dieses Zauberwort gesprochen wird, sondern dass auch zwischendurch Aufnahmen gemacht werden, um natürlich das Nutzungserlebnis zu verbessern. Das war einer der großen Aufrufe und Aufschrei in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, und gesagt, okay, ich habe da gar nicht zugestimmt. Amazon hat dann darauf reagiert. Mittlerweile kann man das auch über das Amazon-Konto so einstellen, dass eben diese Testaufnahmen nicht verwendet werden und ausgewertet werden. Ein anderes Beispiel. Das hier ist in dem Fall ein Laufprogramm, ja,
von Strava heißt dieses Programm. Damit, also diese Daten sind in dem Fall an die Öffentlichkeit gelangt. Das heißt, da gibt es eine offizielle Seite, eine offizielle Webpage, wo man diese Sachen auch online stellen kann. Nur das Problem war, dass es sich hierbei um eine geheime US-Militärbasis in Afghanistan handelt, die eigentlich geheim bleiben sollte. Ja, nur die Soldaten, die dort unterwegs waren, die hatten alle in dem Fall diesen Fitness-Tracker, hatten in dem Fall diese Fitnessuhr und haben unabsichtlich diese Daten veröffentlicht und in dem Fall wirklich die Position dieser geheimen US-Militärbasis preisgegeben. Ja, auch da hat man sich distanziert und gesagt, es hatte jeder die Möglichkeit, hier auch etwas für seine Privatsphäre zu tun, das Ganze jetzt auch auf privat zu stellen, dass diese Sachen jetzt nicht im Netz landen, ist in dem Fall nicht unser Problem. Das ist aber das Problem, das in dem Fall viele haben oder eigentlich alle haben, alle Dienste, alle großen Dienste vor allem, beziehungsweise auch alle sozialen Netzwerke. Wenn man etwas für seine Privatsphäre tun muss, muss man das in dem Fall aktiv tun. Natürlich haben die alle ein Interesse daran, dass so viele Daten wie möglich gesammelt werden. Und deshalb sind in dem Fall auch wirklich alle Dinge, wenn man dort einmal einsteigt, das ist egal, ob das jetzt Instagram, Snapchat, ob das TikTok oder Facebook ist, sind diese Sachen alle auf öffentlich gestellt. Das heißt, diese Dinge dürfen dann auch vom Unternehmen verwendet werden. Wenn das dann auf privat gestellt wird, schaut es dann wieder anders aus. Gut. Oder das vielleicht, das war jetzt der Aufschrei vor kurzem, hat es auch einen Standardartikel gegeben darüber, dass im TikTok mittlerweile eine riesige Datenkralle ist. In dem Fall jetzt nicht nur, was jetzt die Videos betrifft, das heißt wirklich auch persönliche Daten, wie das Aussehen einer Person, das Nutzungsverhalten, sondern dass zusätzlich dazu auch noch auf Standort zugegriffen werden darf, beziehungsweise auch der Verlauf auf anderen Seiten mitgelesen werden darf. Also viele raten mittlerweile davon ab. Indien hat jetzt vor kurzem diese App sogar im eigenen Land gesperrt. Was in dem Fall meiner Meinung nach eine gute Idee ist, weil in dem Fall wirklich hunderte Millionen von Nutzer verloren gehen und das für TikTok wirklich einen Riesenverlust bedeutet. Das heißt, also ich hoffe sehr darauf, dass auch TikTok hier, was jetzt die Datensicherheit, den Datenschutz etc., dass sich da auch wirklich etwas in weiterer Folge verändert und da auch wirklich nachgebessert wird. Das, was man auch... Genau, an wen sie verkauft werden, an wen die Daten geschickt werden, ist in dem Fall absolut unklar. Das kann man in dem Fall nicht nachvollziehen. Und auch deshalb ist TikTok eben hier in letzter Zeit wirklich sehr in der Kritik gestanden. Gut, vielleicht auch noch eine andere Sache, die man vielleicht noch nicht so am Radar hat, die aber in jüngster Zeit auch immer mehr zunimmt, was jetzt die Datensammlung betrifft. Ich glaube, wir alle haben das mitbekommen, dass es vor allem auf den Browsern, die wir zur Verfügung haben, jetzt immer mehr diese Möglichkeit gibt, das Ganze auch irgendwie privat zu stellen, beziehungsweise auch einen Incognito-Modus einzustellen, wo man die Möglichkeit hat, jetzt in dem Fall zum Beispiel keine Cookies zu speichern oder die Cookies dann in weiterer Folge sofort nach Beenden wieder auch zu löschen und so weiter und so fort. Natürlich sucht man sich dann andere Möglichkeiten, um an diese Daten, um diese wichtigen Geschäftsdaten zu kommen, um an das Nutzerverhalten, an das Surfverhalten zu kommen, beziehungsweise zu wissen auch, was die Menschen in dem Fall interessiert. Eben diese gezielte Werbung ist in dem Fall immer noch, vor allem von diesen Top 5, das Hauptgeschäft. Abgesehen von Apple natürlich, das ist das Hauptgeschäft, der iPhone-Verkauf. Aber das, was jetzt mittlerweile auch schon immer mehr wird, ist das sogenannte Ultrasound Cross-Device Tracking. Ja, das bedeutet, dass ich in dem Fall, da gibt es eine Studie von der TU Braunschweig, die hat mittlerweile im App Store 234 Apps gefunden, die in dem Fall mit diesem Ultrasound Cross-Device Tracking arbeiten. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich zeige vielleicht kurz eine Grafik, wozu man das verwenden kann. Das Ganze spielt sich, also es werden Töne, Schallsignale ausgeschickt in einer Frequenz zwischen 18 und 20 Kilohertz. Das kann jetzt in dem Fall sein, zum Beispiel bei Fernsehsendungen. Das kann sein, dass das in Kaufhausdurchsagen irgendwo versteckt ist. Und das menschliche Ohr in dem Fall nimmt das nicht wahr, aber in dem Fall die Mikrofone beziehungsweise Lautsprecher in unseren digitalen Geräten. Das geht sowohl beim Fernseher als auch beim Tablet, als auch bei allen Smartphones, nehmen in dem Fall diesen Ultraschall wahr und können in dem Fall dann miteinander beziehungsweise auch mit dem Geschäft beziehungsweise auch mit anderen kommunizieren. Das bedeutet, ohne unser Wissen werden in dem Fall Ultraschallsignale ausgesendet oder in dem Fall empfangen, um in dem Fall wieder
so Sachen wie unser Standort, das Nutzungsverhalten oder Kaufgewohnheiten zu analysieren. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt eine dieser Apps auf meinem Handy installiert habe, ja, ich gehe jetzt in einen Supermarkt rein und dort läuft zum Beispiel eine Übertragung, wo dieses Ultraschallsignal da ist, dann wird die Information, dass ich gerade in diesem Geschäft bin, wie lange ich in diesem Geschäft bin, wird aufgezeichnet, beziehungsweise diese Daten dann, die von dieser App dann gesammelt werden, weitergeschickt an Datenverarbeiter und werden dann eben weiterverkauft. Ja? Ja, beziehungsweise was noch möglich ist, dass man in dem Fall auch, und da vielleicht auch zurück an deine Frage von vorher, Johannes, dass zwischendurch Sachen auch auftreten, beziehungsweise angezeigt werden, und ich habe eigentlich davon gesprochen, beziehungsweise wir haben miteinander gesprochen und es ist jetzt zum Beispiel am Handy oder am Tablet von meiner Freundin aufgetaucht. Ja? Auch das kann sein, dass in dem Fall die Geräte in dem Fall untereinander miteinander kommunizieren und die jetzt genau wissen, okay, welche Geräte sind in dem Fall im gleichen Haushalt. Ja? Das heißt, einerseits bei TV-Sendungen etc. werden diese Schallsignale, wird das verschickt. Das heißt, ich habe die Information, die Person schaut sich gern die und die Serie an, diese Daten werden dann an ein Unternehmen verkauft. Ja? Beziehungsweise auch, welche Geräte gehören zusammen? Beziehungsweise auch, in welchem Geschäft bin ich, beziehungsweise was noch möglich ist, und das ist vielleicht auch etwas gefährlich, wenn ich jetzt zum Beispiel über Tor oder über ein VPN irgendwo einsteige und eben absichtlich mich anonymisieren will, meine IP-Adresse etc. verschleiern will, dann ist das aber sehr wohl möglich, aufgrund eben von diesen Audio-Beacons, von diesem Cross-Device-Tracking, wieder in dem Fall die IP-Adresse herauszufinden. Ja? Und das sind jetzt eben genau diese Dinge, von denen wir nichts wissen. Und ich glaube, was jetzt diese ganze Diskussion betrifft, was jetzt Datensammlungen etc. betrifft, das ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge, die wir uns ja auch fragen müssen. Einerseits führt noch ein Weg daran vorbei, beziehungsweise wo ist der Anfang, wo ist das Ende, wo ist die Grenze? Was hilft uns, was schadet uns? Wie muss man dagegen vorgehen? Reicht jetzt eine Datenschutzgrundverordnung? Ja, beziehungsweise müssen da, muss man da schauen, dass man das irgendwie international auf gleich bringt. Ja? Welche Möglichkeiten, welche Gefahren, welche, ja, vor allem auch Sachen von internationaler Bedeutung. Ja? Wenn man jetzt die Brexit-Entscheidung beziehungsweise die Wahl des amerikanischen Präsidenten damit einnimmt oder mit hinzuzieht, dann sieht man schon, dass dieses Phänomen Big Data wirklich einen riesen Impact hat, dass es mitunter auch gefährliche Auswirkungen annehmen kann. Und da muss man dann eben schauen, okay, wo sind die Grenzen, beziehungsweise wie kann man das irgendwie verhindern? Ich glaube, eins der Hauptprobleme ist, dass uns das, auch wenn wir glauben, dass wir darüber Bescheid wissen, oft nicht bewusst ist. Ja, dass wir in gewissen Filterbubbles, in gewissen Blasen, in gewissen Informationsstreams schon mit drinnen sind, weil ja, wir eben diese Dinge verwenden, weil es eben ganz genaue Profile von uns gibt und weil man uns da auch vielleicht wirklich auch sehr genau lesen kann. Führt noch ein Weg daran vorbei? Also meiner Meinung nach, was jetzt Big Data betrifft, nicht. Auch wenn ich mich jetzt weigere, gewisse Dinge, gewisse Plattformen, gewisse Dienste auch nicht zu verwenden. Die anderen in meinem Umfeld, da besteht die höhere Wahrscheinlichkeit, dass die das dann doch verwenden. Das heißt, auch wenn ich jetzt kein eigenes Profil habe von mir, dann gibt es vielleicht ein Schattenprofil. Ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel WhatsApp nicht verwende, dann weiß WhatsApp bzw. der Facebook-Konzern, wer aus meinem Freundeskreis hat jetzt meine Nummer eingespeichert. Ja, das heißt, die können mich dann in dem Fall da wieder zuordnen. Ja, wenn ich dann zum Beispiel auf Festen bin, jemand ein Foto macht und ich bin jetzt in dieser Runde mit dabei, ja, dann bin ich auch auf einem Foto und bin wieder im Internet. Ja, beziehungsweise auch all die anderen Dinge. Ja, das Internet ist heutzutage nicht mehr wegzudenken, beziehungsweise auch alles, was digitale Medien betrifft, sind unsere ständigen Begleiter. Das heißt, da irgendwie wegzuschlupfen oder da wirklich komplett unterzutauchen, ohne irgendwelche Spuren aktiv oder passiv zu hinterlassen, wird in dem Fall wirklich auch schwierig. Aber vielleicht abschließend noch, was meinen Sie dazu? Übrigens, danke Johannes für die Links. Das sind die Links in dem Fall zu den Dingen, die ich da bekannt gegeben habe. Genau, einfach zum Reinklicken und Nachschauen und weiterführende Informationen bekommen über den Link reingetan. Ich gebe noch einen Link rein übrigens, weil den Christian und die IT-School kann man ja auch für Workshops mit Jugendlichen buchen.
Ich habe gerade gemerkt, dass mein Mikro leer war. Danke für den Hinweis, Christian. Aber pro Link, den Christian und die IT-School kann man ja auch für einen Workshop in seiner Jugendeinrichtung buchen. Da habe ich jetzt gerade den Link reingestellt von der IT-School, wo es unter anderem eben auch um Datennutzung, aber viele andere Themen rund um das Thema Medienkompetenz kann man die IT-School buchen. Und genau. Ja, ich denke, diese Frage, was meint ihr dazu? Ich glaube, die stellen wir einfach in den Raum und Zeit geschuldet, dass man da quasi, dass jeder für sich das beantworten könnte. Ich würde sehr gerne natürlich mit allen diskutieren. Lieber Christian, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war eine wahnsinnig interessante Fortbildung. Merkt man übrigens auch daran, dass alle nach wie vor dabei sind, obwohl schon nach 11 ist. Das heißt, da vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und den Input gegeben hast. Wenn jetzt Fragen noch sind, die ihr beim Rausgehen euch dann noch einfallen, der Christian ist eben über die E-Mail-Adresse, entweder über die IT-School oder eben über die Stabstelle Digitale Gesellschaft und dann Steiermark erreichbar. Oder ihr könnt natürlich uns jederzeit die Frage stellen und wir leiten es dann an den Christian weiter und stellen den Kontakt dann her. Wie gesagt, lieber Christian, vielen lieben Dank an euch alle, die ihr noch dabei seid. Auch euch einen herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Morgen geht es mit dem ähnlichen Thema, nämlich darum weiter, was das jetzt eigentlich für Auswirkungen auf die Demokratie hat und wie wir uns das Internet sozusagen wieder von diesen Big Five wieder ein Stück weit zurückerobern, Klammer auf, können, Klammer zu. Können wir das überhaupt? Soll man das überhaupt? Hast du auch die Frage ein Stückchen weit gestellt. Morgen eben mit der Corinna Milborn, 17 Uhr geht es morgen los. Und mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr auch alle wieder dabei seid. Ansonsten sage ich noch einmal, bevor ich mich noch einmal bedanke fürs Dabeisein, wer eine Teilnahmebestätigung braucht, bitte jetzt noch schnell in den Chat den Namen und die E-Mail-Adresse. Ansonsten einen wunderschönen Tag. Verbringt ihn bei dem wunderschönen Wetter, zumindest in Graz. Habt eine schöne Zeit, genießt es und bis morgen. Ja, auch von meiner Seite noch einmal vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke für das Interesse. Und wie schon gesagt, wenn es da noch Fragen gibt, Anmerkungen, Anregungen, auch Kritik, bitte sehr gerne. Ich schreibe noch schnell meine E-Mail-Adresse rein. Bitte gerne an diese Adresse, beziehungsweise ja, Office oder Christian.at, geht beides. Und ja, würde mich sehr freuen. Vielleicht sehen wir uns einmal bei einem Workshop. Alles Gute und vielen, vielen Dank fürs Interesse. Danke auch noch einmal ans Logo für die Einladung, dass ich das dann machen habe dürfen und für die Organisation. Wirklich großartig und ja, wünsche euch alles, alles Gute. Dankeschön. Christian, was mir jetzt gerade eingefallen ist, du wolltest eigentlich noch die Timeline iPhone zeigen. Ja. Aber, ja. Weil ich nämlich ein iPhone habe, habe ich mir gedacht, ach, das interessiert mich. Ja, das können wir aber gern machen. Ja. Sag mal, ja, hol mal kurz raus, der iPhone, hast du das bei der Hand? Ja. Ja, dann bitte die Einstellungen öffnen. Warte. Das interessiert mich. So, ja. Also Einstellungen, dann Datenschutz. Yep. Ortungsdienste. Sind die eingeschalten, oder? Ja, ich muss jetzt schon Ort ein, ja. Ja, dann ganz nach unten gehen. Ja. Dort stehen die Systemdienste. Genau. Und dann ein bisschen weiter unten steht wichtige Orte. Genau. Ja, da reingehen und da wirklich einmal durchschauen, welche Orte da gespeichert worden sind, was da alles drinnen steht. Lustig, arg, ja. Wirklich einmal drauf tippen, da steht genau, wann, wie hin, hingefahren. Ich war eine Stunde, 24 Minuten in diesem Einkaufszentrum. Ist alles mit dabei. Interessant, stimmt. Arg, okay.
Sehr cool, danke schön, weil das hat mich sehr interessiert. Ja. Liebe Susanne, liebes iPhone, habt ihr noch Fragen? Ansonsten, wenn dem nicht so ist, sage ich danke fürs Dabeisein und ich stelle euch in den Wartebereich.